Forge verfügbar, ja. Weil es ja warm ist, mache ich jetzt überall die Fenster auf. Und dann, so, dann. Was ist jetzt wieder hier? Ich habe schon wieder vergessen, wo es war. Da war es, genau. So, dann haben wir hier. Eichenbrüder. So, was braucht das? Muss haben. Hölzerner Eichenbruderschrein. Zwei Wanddekorationen der Eichenbrüder. Okay. So, und dann hätte ich gerne hier noch im Gemeinschaftsraum. Hätte ich gerne noch ein Hirschkopf-Ding. Kann man auch hier direkt über den Tisch, ne? Hier sieht es vielleicht ein bisschen cooler aus. So. Noch nichts. Schade. So, jetzt haben wir hier gleich auf jeden Fall einen, was zum Worshipen. Dann sind sie hoffentlich ein bisschen glücklicher. So, Verteidigungsanlagen, ja. Okay, wir müssen demnächst mal ein bisschen Holzfällaktion machen. Ein bisschen mehr und dann muss ich mal so ein... Hier zum Beispiel mal richtig abbauen hier. Ja, mal richtig Eichenbrüder-Tempel, yep. Einfach so im Lagerfluss verrottet. Erst meckert ihr über Essen und jetzt das hier, ja? So, haben wir jetzt eigentlich Ziegel? Moment. Warte auf Ressourcen. Ich habe gerade keine Ressourcen, oder was? Keine Lehmressourcen. Ungünstig. Muss ich vielleicht mal doch hier langsam Lehm abbauen. Hier haben wir noch ein bisschen Lehm. Wie viel liegt denn hier an Lehm ungefähr? 6. 13. Macht 26, 30, 32. Okay. Wunden von Siedler müssen versorgt werden. Huch, wer denn hier? Oswald? Kann das mal jemand machen? Oder eher nicht so? Gab's auch Tätigkeiten? Gab's sowas wie. Gesund pflegen, während Wunden heilen. Präsentation nochmal. Gesund pflegen, während Wunden heilen oder Wundbehandlung? Machen wir so. Ich glaube, gesund pflegen ist ein Übersetzungsproblem. Ich glaube, das ist eher so ein Ding von wegen, leg dich ins Bett, wenn Wunden heilen sollen. Was ist mit Oswald passiert? Was hat denn Oswald? Schwere Brustverletzung. Okay. Brudi? Ich kann dich leider auch nicht ins Bett legen. Das ging bei RimWorld. Da konnte man ihm sagen, ja, hier, geh ins, leg dich ins Bett. Aber es geht leider nicht. Na gut, aber es geht halt noch. Wird schon noch wieder versorgt. Da legt er sich hin. Als müsste Xenon...
Wundbehandlung, genau. Und Onkel Dr. Xenon. Oh, Osric macht das, okay. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, dass Osric das macht. Behandelt. Er hat auch Medizin konnten alle, ne? Ja, 9 ist in Ordnung, okay. Passt. Und es war Wundenbehandeln, war wirklich. Also, sobald es ihnen schlecht geht, legen sie sich dann hin und dann passt das. Das Thema zu Betten tauschen, finde ich irgendwie witzig. Ach, guck mal hier, der erste Kohl ist geerntet. Ja, geil. Der Kohl lohnt sich auch, ey. Guck mal, jetzt werden es ja auch schon 4 von dem Essen. Weil es halt reift, ne? Johannisbeere. Ja, das vergammelt alles. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Die Frage ist, ob das jetzt quasi das Lagerfeuer auch wärmt. Das ist jetzt eine Frage, die ich mir stelle. Also ernten muss ich jetzt erstmal nicht. Hier ist genug Zeug. Rohes Fleisch muss unbedingt gemacht werden. Das sage ich mal quasi bis folgendes. Sagen wir schon 30. So, können wir mal ruhig ein bisschen mehr räuchern. Das hält dann länger. Und kochen können wir jetzt auch mehr, damit der Eintopf besser hält. Wir sind jetzt ja 5, das heißt, wir brauchen E20. Johannisbeeren vergammeln gerade alle, das heißt, ich lasse sie gerade erstmal kochen hier. Und was haben wir bei der Forschung? Schmelzen. Schneidern habe ich schon. Oh, Schneidern habe ich schon gelernt? Nee, Schneidern kann ich jetzt lernen. Ja, da will ich erstmal abwarten. Wir lernen jetzt Holzwaffen. Tisch für Holzarbeiten. Das wird alles dumm sein, dass das jetzt alles draußen steht. Das wird mich nur alles dafür hassen, aber ich mache hier dann werde hier eine Werkstatt draus machen. Ich muss jetzt bloß langsam mal einen Wall erstellen. Ich habe eigentlich keine Lust, hier einen Wall rumzubauen. Na, was muss das, muss, ne? Kostet mal 5 Holz. Wie viel Holz haben wir gerade? Baufertigkeit, okay. Holz 1. Cool. Das ist bloß, weil es nicht im Lager ist jetzt. Das ist das Problem. Fangen wir erstmal mit dem Wall an. So, mit so ein bisschen. Mit so einer halben Wallanlage. So. So. Dann haben wir nämlich die Felder. Das wird das große Problem hier, die Felder. Die muss ja hier um die Felder rum, ey. Ja, oder ich lasse die Felder draußen. Nee, aber die Felder lasse ich noch drin hier. Die sind mir zu wichtig. Oh, es wird aber. Oh, das entsteht aber schnell. Okay. Blackie ist halt schon ein echt fixer Baumeister. Da haben wir gut trainiert. So, dann gibt es hier nämlich, wo ist es denn? Kriegsführung, genau. Dann gibt es nämlich das hier. Was wir natürlich hier oben drauf haben wollen. Wollen wir natürlich oben Zinnen drauf haben. So, und das ist ein Großprojekt. Das Problem ist, bei solchen Großprojekten, bei dem Spiel gerade, man kann keine Prioritäten setzen.
Aber hallo. Und das mit zwei linken Händen für Handwerker. Ja, ja, ja. So, und jetzt probiere ich nämlich mal, ob das funktioniert, wenn ich hier Holzboden hinsetze. Sollte funktionieren. Ja. Ich frage es jetzt natürlich, ob die... da drüber schießen können. Aber ich denke mal schon, das sieht halt eher hüfthoch aus. So eine Art Wehrgang. Ah doch, das sieht gut aus. Da kann sich jemand draufstellen und dann... Und das werde ich hier auch nochmal machen. Genau. Na, so ist richtig. Es ist nicht perfekt. Und wir werden hier noch sehr viel Holz brauchen. Aber ich finde, es ist ein Anfang. Einen Hinterausgang werde ich auf jeden Fall noch bauen. Und da können wir eigentlich mal hier eine Tür noch hinbauen. Dass wir hier einen Hinterausgang haben. Genau. Kommt noch ein Tor in den Turm? Jetzt können die Gegner ja da reinlaufen. Ja, ja, hier will ich, hier unten will ich eine Wand reinziehen, quasi einfach. Ja, oder ein Tor, ist eigentlich auch eine gute Idee, ja. Könnte man eigentlich auch machen. Dass man hier eine Doppeltür reinstellt, ja. Ja. Ich mache hier nur eine Tür, glaube ich. Also die Gegner können hier ja eh reinlaufen, ne? Aber hier ist jetzt noch nicht das Problem in dem Sinne, weil hier ja der Turm ist. Und dann kann ich das bewachen in die Richtung. Ich muss hier eh einen größeren Rahmen machen. Aber gerade hier hinten, wo ich halt den Turm nicht habe, wollte ich halt einen Wehrgang wenigstens bauen. Ich werde hier an die Ecke wahrscheinlich auch nochmal einen Turm bauen und hier vielleicht auch sowas in die Richtung, also ne, ein bisschen höher bauen oder überdacht oder so, aber es ist ein Anfang. Es ist ein Anfang. Guck mal, jetzt ist auch das Holz schon weg. Das ist ein großes Problem mit dem Holzanbauen, das dauert halt ewig. Die... Wachstum jung. Warte mal, das werde ich nicht. Die werde ich noch nicht schneiden hier. Die Bäume bleiben noch stehen. Die sind ja aufgedingst. Die habe ich ja extra gepflanzt vorhin. So, aber hier kann ruhig ein bisschen weg. Hier auch. Aber hier muss ich eh nachher lang. Hier wird es ein bisschen schwierig, weil hier halt das, ne, hier ist diese eine Lücke. Und man kann es halt leider nicht auffüllen. Muss ich halt einfach Holz reinstellen oder so. Wie ist denn das mit dem Lehm hier? Haben wir jetzt Lehmziegel schon? Haben wir noch nicht. Bart auf Ressourcen 30. Ja, wäre nicht eingesammelt, ne? Doch. Macht bloß niemand. Was ist denn... Was für einen Brennstoff brauchen die denn? Tätigkeiten. Was haben wir denn hier? Warte mal. Kochen, Schmieden, Zimmermann, Schneidern, Forschung... Hausmeister, Transport,
anfertigen. Weil grundlegende Gegenstände wie Ziegelhäcksel. Ah, hier, guck mal. Haben wir den. Normal. Oswald hat noch nicht so viel zu tun. Dann wird Oswald mal mit der Anfertiger. Der hat nämlich noch ein paar. Er ist ja neu. Der hat ja genauso wie Ramsay hat auch noch nicht so viel zu tun. Aber Ramsay war, glaube ich, auch Bau, genau. Der kann auch mit anfertigen. Aber ist vor allem Forscher, genau. Wenn er gerade nichts zu forschen hat, dann soll er mal machen. So, ich glaube, ich muss jetzt hier auch auf 30 erhöhen. Dann hat Ramsay eh immer zu tun. Ah ja, siehst du, jetzt haben wir hier. Wir können Buckler herstellen. Wir können einen Holzspeer herstellen. Wir können eine Keule herstellen. Brauchen wir alles noch nicht? Blöd, blöd. Aber haben wir schon mal. Wie, das wird hier alles weggeräumt. Karottenhaufen, hört mal auf, das hier wegzu... Alter. Wenn wir schon Oswald haben, Oswald ist auch für den Transport zuständig. Ich brauche noch einen, der quasi einen Sklaven, der automatisch immer transportiert. Ja, es fehlt wieder Holz. Ich sehe es. Ich sollte vielleicht mal wieder noch eine Dings bauen, noch eine Treppe. Bedüng? Das hat wahrscheinlich wieder jemand bloß verkackt. So rum. Die Tür hat einfach offen stehen, aber gut, es ist eh warm draußen, ne? Ja, ja, ja. Hauptsache die Tür da unten ist immer geschlossen. Wie sieht's denn hier aus? Ja, warum geht die Musik gerade so krass los? Die Tür ist geschlossen, ja. Kann ich das irgendwie einstellen? Standard? Verschlossen. Aber Feinde und Tiere nicht, ja. Der Keller ist auch nicht voll eigentlich, ey. Aber huch, so. Bisschen weit so. Ah, jetzt passiert hier gleich was, ne? Oder? Nein. Doch, 25. Ne, 25 habe ich eingestellt. Jetzt kommt hier ein bisschen was rein. 10 von 30. Den Ziegel bearbeiten. Ach, schau. Ah, hier Brennstoff. Ah. Holz, Baumaterial, Lehm, Zweige Holz. Ah, okay. Cool. Ja, wir brauchen Lehm. Ich muss hier mal... glaube ich, ein bisschen graben. Könnte natürlich auch hier einen Wehrgraben machen, ne? Also sagen quasi, das hier wird so eine Brücke, mache in zwei breit den Graben. Dann müssen sie da halt auch rüberlaufen. Und dann muss ich halt, dann zwinge ich sie halt, sich an einer Stelle immer zu sammeln. Das glaube ich an sich keine dumme Idee. Man kann hier tatsächlich ein bisschen was darüber lernen, warum Dinge im Mittelalter so gebaut wurden. Ja, auch hier so eine, oh ja, ich baue jetzt hier mittendrin einen Balken. Ich baue nicht da weiter, wo ich aufgehört habe. Ich baue mittendrin einen Balken. Naja, macht mal. Wärmedämmung? Achso. Nee.
Hallöchen, Shy Guy. Na, alles gut bei dir? Was ist das denn? Das ist ein bisschen RimWorld meets, ja, wie nennt man, wie ist das letzte Spiel, was man so machen konnte? Becastled vielleicht? Also, es funktioniert im Endeffekt wie RimWorld, was die Kolonie angeht, aber du baust im Endeffekt eine, also du hast mehrere Ebenen, baust quasi eine ganze Burgen im Mittelalter. Also wirklich mit mehreren Ebenen in die Tiefe und in die Höhe, mit teilweise auch Belagerungswaffen und so weiter und so fort. Gerade in Early Access gestartet gestern. Und weil ich ja ein großer Fan von solchen Colony-Building-Sachen bin. Oh, oh. Lehm brennen. So, jetzt gucke ich mal, wenn wir gleich Lehmziegel haben. Hoffe ich mal, dass was ist hier oben eigentlich? Fehler melden? Almanach? Almanach ist gut, okay. Historische Aufzeichnung. Ach, schau. Klingt gut, ich lehne mich auf die Couch zurück. Alles klar, macht das, Scheiger. So, und gerade baue ich hier, wie man sieht, so ein bisschen meinen Wall. Damit ich hier ein bisschen Verteidigungsanlage habe. Und wenn ich mit dem Wall durch bin, dann baue ich tatsächlich, glaube ich, einen kleinen Graben. So zwei Felder breit im Graben. Forschung verfügbar. Wie viele Forschungspunkte habe ich denn? Kann ich das eigentlich irgendwo von so aus sehen? Nee, ne? Muss direkt hier gucken. 20 habe ich. Dann lerne ich schneidern. Nahrung haltbar machen. Braun, Möbel habe ich. Oh, schneidern, glaube ich, klingt ganz gut. Ich will später auch irgendwann Rüstung machen. So. Wir haben eh relativ viel Leder. Und das guckt hier, glaube ich. Lederhaufen. Hm, der gute Lederhaufen. So, wenn wir jetzt Ziegel fertig haben. Oswald. Kleinen Moment. Ach, Xeno macht das schon gleich. Oh. Moin, Hallöchen Treborn. Ha, schön, dass du da bist. Kann er später auch Angriffe führen oder bist du immer auf Verteidigen? Ich glaube, momentan ist man immer auf Verteidigen. Ich müsste nochmal in die Roadmap gucken. Ich kann mir vorstellen, dass das Angriffe führen auch noch kommen wird. So ein bisschen auch wie bei RimWorld, ne? Dass man über die Karte reisen kann und dann andere angreifen kann und so. Es gibt momentan ja auch noch keine Beziehung zwischen den einzelnen Bewohnern. Und das soll auch kommen. Das steht auf jeden Fall schon auf der Roadmap. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann noch dazu kommt. So, jetzt muss ich dann hier gucken. Holzwand. Guck mal, jetzt haben wir hier nämlich auch eine Lehmziegelwand. Und da würde ich gerne mal gucken. Wärmeabgabe 0. Ja, und Wärmedämmung 7,5. Was habe ich jetzt? Eine Lehmwand. Am besten wäre echt nochmal eine Kalkwand, ne? Sehe ich gerade eine Kalksteinwand. Und kann ich, wenn ich den Boden mache? 0,6. Das ist traurig, ist alles 0,6. Das ist ja traurig. Okay, also als nächstes Kalk lernen. Habe ich dann, wie viel Kalkziegel habe ich denn? Nicht allzu viel, ne? Kalkstein 40, naja, das reicht nicht. Ich glaube, eine Wand kostet 5. Ja.
1, 5 macht 9 Wände, kann ich, also 8 Wände kann ich also bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frage ist, ob die Kalksteinziegel noch besser sind dann als die Lehmziegel. Scheiße, jetzt ärgere ich mich, dass ich gerade bei Forschung nicht die Kalkstein gelernt habe. Kostet 20. Bin gerade auf 1, ja, das dauert ein bisschen. Wir müssen reingucken hier. So. Genau, so. Und wenn ich jetzt hier nämlich hier eine Wand baue und hier gerne eine Kalksteinwand. Ey! Oh Gott. 2, 3, 4, 5. Ich hoffe, dass hier die Ecke nichts ausmacht. Pause wollte ich nicht machen. So. Dann baut mal da unten. Gleich fällt das Haus zusammen. Nein, ist ja alles stabil hier. Ich habe ja auch diesen Stützbalken da unten noch. Alles stabil hier. Es ist noch ein bisschen unübersichtlich, was für das Scrollen angeht. Es sind jetzt Kalkwände. Das ist halt hier immer noch nicht. Jetzt sind wir gerade bei 10,2 Grad. Guck mal, wie sich die Temperatur hier verhält. Ob das eventuell ein bisschen runter geht. Ja, vorhin waren wir schon bei, glaube ich, bei 13 Grad oder so. Mal gucken, wie die Kalkziegel wären, wenn ich die nachher gebaut habe. Grad, ne? So viel besser. Ja, aber hier ist aber 11,8, weil es hier noch. Ja, es wird warm hier gerade. Das ist unangenehm. 10 bis 11 Grad ist halt echt nicht warm, ne? Es ist echt nicht kalt. Wieso fehlt denn jetzt noch Kalk? Ich habe doch gerade Kalk gehabt. Ah, geht, reicht doch noch, okay. Es war nur eine Anzeige, weil der das in der Hand hatte. Und das, wenn er es in der Hand hat, nicht als Lager gilt. Okay. 11,3, 12 Grad. Hm. Das ist aber auch, weil die kleine Zeit die Tür aufmachen, ne? Das ist das Problem. Deswegen kommt Witzchen immer ein bisschen warm drin. Oder wärmer drin. Also Kalksteinwand 0,7. Was hatte ich bis eben? Ach nee, doch. Ja, also es ist schon, ne? Also ich hatte eine Lehmwand, die war 0,9. Hä, wieso hatte ich denn eigentlich eine Lehmwand? Wieso hatte ich denn eine Lehmwand? Eine Lehmwand macht es ja wärmer da drin. Lol, die Holzwand ist noch viel besser. Hä? Ist jetzt eine hohe Zahl gut oder eine niedrige Zahl? Ist hier eine Dämmung? Ist hier eine Alma? Das ist jetzt doof. Ist jetzt Wärmedämmung? Alma nach suchen?